Hi Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Diesmal geht es um die Kunst zu gewinnen, Moneyball. Und ob Brad Pitt für diesen Film endlich einen Oscar erhalten sollte, erfährst du jetzt. Sie sollten nicht darauf aus sein, Spieler zu kaufen. Sie sollten darauf aus sein, Siege zu kaufen. Hier sind 25 Spieler, die einfach übersehen wurden. Wie ungeliebte Spielzeuge. Darin steckt ein Meisterteam. Eins, das wir uns leisten können. Wer ist der Kleine? Der Kleine ist der neue stellvertretende Manager. Wir werden diesen Laden aufmischen. Erklär's Ihnen. Ich soll was sagen? Wenn ich mit dem Finger auf dich zeige, ja. Moneyball ist ein biografisches Sportdrama, in dem Baseballmanager Brad Pitt und sein Assistent Jonah Hill mit wenig Geld und auf ungewöhnliche Weise ungewöhnliche Spieler analysieren und einkaufen und es damit in der Tat schaffen, ihr Team wieder nach oben zu bringen. Ja, dies ist ein Sportfilm, aber nicht im klassischen Sinne. Es geht hier weniger um Spiel und mehr um die wirtschaftlichen Aspekte im Hintergrund. The Social Network Drehbuchautor Aaron Sorkin hat dafür interessante Charaktere entwickelt und ihnen anständige Dialoge verpasst, mit einer kleinen Prise Humor obendrauf. Dennoch ist es hilfreich, wenn du Baseball kennst oder verstehst oder zumindest magst. Brad Pitt hätte es wirklich mal langsam verdient, einen Oscar zu erhalten. Er wurde für Moneyball auch als bester Schauspieler nominiert. Wenn er ihn allerdings dafür auch wirklich kriegt, ist das der falsche Film. Er liefert hier wie gewohnt gute Arbeit ab. Eine echte Herausforderung war die Rolle für ihn aber nun wirklich nicht. Jonah Hill wurde ebenfalls nominiert. Der spielt erfrischenderweise mal nicht einfach nur sich selbst und gehört hier zu den Highlights, auch wenn es bei weitem nicht den größten Oscar-Skandal 2012 rechtfertigt, nämlich, dass er die fünfte Nominierung in der Kategorie bester Nebendarsteller ist und dafür Albert Brooks in Drive übergangen wurde. Philip Seymour Hoffman kommt gewohnt gut, nur Robin Wright wurde als Pitts Ex komplett verschwendet. Der Streifen ist ruhig, hat Längen und wurde insgesamt für 7 Oscars nominiert, darunter auch bester Film. Er hat einige Drehbuchautoren und Regisseure verschlungen und Sony hat die Produktion 2 Wochen vor Drehbeginn abgebrochen und erst ein Jahr später wieder aufgenommen. Baseball ist neben Football die populärste Sportart in den USA. Kein Wunder also, dass der Film dort doppelt so viel eingespielt hat wie in allen Ländern weltweit zusammengerechnet. Die Kunst zu gewinnen, Moneyball, ist zweifelsohne ein guter Film, allerdings etwas überbewertet. Das ist die neue Strategie der Oakland A's. Ein Team kann man nicht an einem Computer zusammenstellen, Billy. Friss oder stirb. Billy Bean hat versucht, das System neu zu erfinden, aber es funktioniert nicht. Meinst du, du verlierst deinen Job? Was? Tja, ich gehe manchmal ins Internet. Geh nicht ins Internet. Sieh kein Fernsehen. Und sprich nicht mit den Leuten. Der Streifen ist für alle freigegeben und startet in Deutschland am 2. Februar, in Österreich am 4. Mai. Für die Schweiz gab es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kein Startdatum. Ich gebe die Kunst zu gewinnen, Moneyball, ein B. Lass mich deine Gedanken wissen. Wie immer viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.